Hallo und herzlich willkommen zu Transfer Fever, Folge Nummer 2, Minutes der Trigessius. Und wir wollten uns Alfhausen angucken. Und dazu gehen wir jetzt erstmal hier drauf. Und hier steht folgendes: einmal die Stadt, die Bevölkerung, die Einkaufsmöglichkeiten und Arbeitsplätze. Es gibt nämlich keine Freizeitmöglichkeiten mehr. Das haben die wenigsten erwähnt. Aber mir ist das aufgefallen. So, da steht zum Beispiel, was die Stadt benötigt. Ne? Und die benötigt immer mehr, weil immer mehr gebaut wird. Und deswegen ist es ja nötig, um die Stadt zu vergrößern, dass sie mehr Baumaterialien hat. Jetzt gucken wir erstmal hier bei der Landschaftsnutzung, bei Landnutzung. Oh, müssen wir anlassen. Nein, möchte näher ran, genau, so ist gut. Dann gucken wir erstmal, wie wir hier eine Buslinie durchjagen können. Tun wir erstmal hier Straßen, eine kleine Straße. Tun wir das erstmal ein bisschen verbinden. Was noch nicht verbunden ist. Und dann ist eigentlich Buslinie. Das ist Bus hier. Zack. Bus-Trambahnhof. In klein. Machen wir den denn am besten hin? Wenn wir hier den Bahnhof dann später mal hinbauen. Oder auf die andere Seite. Hier so hin. Ah, das passt besser. Das passt besser. Da tun wir hier nochmal eine Straße raus. Ein Gebäude muss entfernt werden. Dann tun wir hier den Busbahnhof. Müssen wir jetzt erstmal drehen mit M und M. N und M. Müssen wir den drehen. Wenn ich jetzt hier, wird hier Gebäude entfernt, steht dann da. Ist eigentlich ganz gut, dass das angezeigt wird. Auf der anderen Seite gefällt mir der besser irgendwie. Zack. Erste Bushaltestelle. Zack. Schön. Ohrenschaft freigeschalten. Jetzt machen wir hier mal ein paar Haltestellen hin. Zack. Die kosten ja nicht viel. Und dann gehen wir einmal hier so lang. Hier, hier, hier eventuell noch, hier eine hin und hier. Dann machen wir ein paar mehr, so, das müsste jetzt lang. Genau, da hinten, genau, können wir mal eine Linie erstellen. Eine Linie erstellt man hier, Linie. Von da, nach da, nach da, nach da. Erste Linie erstellt. Vielleicht die nächste Errungenschaft. Super. Erste Linie. Und darum und wieder zurück. Das ist auch hier alles. Genau. Und dann geht es wieder von vorne los. Und dann bauen wir gleich mal ein Depot. Und das Depot, das findet man jetzt hier auf jeder Seite. Hier ist überall dann das Depot zu finden. Ein Schiff macht das Depot. Aber wir wollen jetzt das Straßenfahrzeug-Depot. Stellen wir das dann mal am besten hin? Hier so, oder? Hier passt das hin. Idealerweise kann man das so drehen. Und wir können das auch hier so reinstellen, ne? So. Müssen wir das mal verbinden mit einer kleinen Straße. Kriegen wir es hin, dass kein Gebäude entfernt wird? Ne, und wenn wir in kleinen Schritten bauen. Die muss trotzdem entfernt werden, okay. Schade. Wenn wir jetzt hier dieses Tool nehmen, könnten wir jetzt hier auch die Straße etwas vergrößern hier außen. Zack.
Und so kann man auf Tram wechseln. Ja, finde ich auch gut gelöst. Ist jetzt wie bei Train Fever, wenn man da die Schiene elektrifizieren wollte oder upgraden auf die besseren Schienen, so kann man das ja auch jetzt mit den Straßen machen. Ja, finde ich eine coole Sache. Tramgleis, ja oder nein? Nö. Kann man jetzt wechseln. Ja, da brauche ich nicht mehr scrollen, das ist gut. Das haben sie auch gut gelöst. Ich würde sagen, wir haben die Linie erstellt. Straßenfahrzeuge kaufen. So, hier Postkutschen. Passagier gibt es nur die Postkutsche und hier kann ich die Farbe auswählen. Und da die Linie gelb ist, würde ich jetzt sagen, nehmen wir die auch einfach gelb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und alle zuweisen auf Linie 1. Und da stapfen sie los. Gucken wir nochmal zu. Genau, man könnte jetzt hier auch das Fenster sich nehmen und das so machen. Das kennt man ja. Und dann gibt es jetzt hier im Fenster, gibt es jetzt hier unten einen Kameramodus, Enter Cockpit. Also das ist jetzt der First-Person-Modus. Und steht unten, wie viele Stundenkilometer. Und da steht da, welche Linie der gerade ist. Und da steht auch da, wo der gerade hinter unterwegs ist. Finde ich eigentlich richtig cool. Wenn ich da Escape drücke, komme ich da auch wieder raus. Genau. So, und die fahren jetzt nicht alle in eine Richtung, die teilen sich auch auf. Finde ich schön. Dass dann nicht jeder in dieselbe Richtung fährt. Hier fahren da manche in die Richtung, in die Richtung. Korrekt. Jetzt verteilen die sich hier. Jetzt gucken wir erstmal den Tick, wie lange die fahren. 131 Sekunden ist die Frequenz. Ich sag immer Tick dazu, weiß auch nicht warum. So, und gucken wir mal, was wir als erstes eben verbinden. Surbrock wäre eine Verbindung oder der Kattelhof. Erster Bus angekommen. Sehr schön. Gehen wir doch mal zum Kattelhof und machen da erstmal wieder die Landnutzung an. Gucken, wo wir eventuell später einen Bahnhof hinstellen können. Ja, zack, 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 ja. Das sind ja hier Geschäftsgebäude. Könnte man doch hier den Bahnhof hinstellen. Deswegen würde ich schon sagen, nee, so, zack. Ist ein bisschen teurer. Erster Passagier wartet. Ein bisschen teuer. Auf der Seite ist nicht so teuer. Drehen wir das Ganze mal. Machen wir es so und bauen es mit einer Straße. Mittlere Straße. $16.13 ist unter 30. Also haben wir gespart. Wir haben definitiv gespart. So, Linien. Ja. Zack. Wie fahren wir denn da? Am besten. Müssen wir hier am besten noch eine Querstraße machen hier oben. So, dass wir da noch rumfahren können. Und hier bietet sich das ja auch an. Zack. Genau. Perfekt. Dann gehen wir einmal hier so rum. Naja. Tun wir die Bushaltestelle. Das kostet ja auch alles Geld. Haha, hab ich ganz vergessen.
erste Passagiere transportiert. Sehr gut. Und wir sehen uns zur nächsten Folge, meine lieben Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao.